Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Die Agenturen und auch wir gehören dazu, thematisieren ja immer mal wieder Unprofessionalität in Pitches, Unfairness, womöglich auch ungebührliches Verhalten auf Kundenseite. Dann höre ich aber gestern von einem Agenturgeschäftsführer, der im Übrigen einen Pitch gewonnen hat, dass das Unternehmen, das den Etat vergeben hat, nach dem Pitch zu ihm sagte, er sei der Einzige gewesen, der das Angebot in Anspruch genommen hätte, zwischendurch Fragen zu stellen, Rückfragen zu stellen. Alle anderen Agenturen hätten nicht eine Frage ge-E-Mailt oder am Telefon geäußert. Keine von den anderen, nur er. Dann höre ich aus einem Unternehmen, das einen längeren Screening-Prozess gemacht hat, dass dieses Unternehmen mehrere Agenturen besucht hätte und zuvor auch genau gesagt hätte, was sie so sehen wollten, hören wollten etc. Und dann kamen die Vertreter des Unternehmens in eine Berliner Agentur, der Konferenzraum nicht eingedeckt, etwas mürrische Gesichter und auf die Frage, was man denn jetzt so sehen würde, kam die Antwort, ja, man hätte nicht groß was vorbereiten können, vielleicht könnte man ein bisschen miteinander plaudern. Wir haben jetzt gerade einen Pitch gewonnen und in dem Pitch, der war im Übrigen sehr professionell durchgeführt, gab es die Möglichkeit eines Schulterblicks. Und diesen Schulterblick haben wir auch genutzt und er war sehr, sehr wertvoll für uns. Aber was höre ich aus dem Unternehmen? Wir sind die Einzigen gewesen, die diesen Schulterblicktermin wahrgenommen haben. Nun muss ich aus Sicht Achtung sagen, das ist ja nett, dass uns solche Vorteile gewährt werden von anderen Wettbewerbsagenturen, aber mit Blick auf die ganze Branche muss ich sagen, das kann doch nicht sein, dass wir immer wieder Professionalität, Transparenz, Fairness einfordern mit Blick auf Pitches. Und wenn die Angebote dann da sind, gibt es viele Agenturen, die sie nicht wahrnehmen. Das macht mich stocksauer.